lol. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Ich weiß absolut gar nicht, was ich heute filmen werde, weil ich gerade richtig demotiviert bin. Keine Ahnung, die letzten beiden Videos kamen nicht so gut an und ich bin ja insgesamt einfach so ein bisschen down. Also die Reichweite wurde wieder ein bisschen eingeschränkt und so. Ich bin jetzt gerade auf jeden Fall spontan nach Oberhausen gefahren und wollte mal ein bisschen stöbern. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mache ja dieses Social Media Ding wirklich alleine, also ich kenne niemanden persönlich, der das auch macht. Und dann ist es halt immer schwierig, weil die Leute aus dem privaten Umfeld, die haben natürlich keinen Bock drauf und so, mit denen kann ich sowas nicht machen. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie sieht es mit meinem Mehrwert aus, mit meinem Content. Aktuell ist das schon ein bisschen so durcheinander, ne? Also das Ding ist aber auch, ich kann mich auch nicht für eine Sache entscheiden, so weil ich voll viele Sachen liebe und ausprobieren möchte, ne? Ja, im Endeffekt geht es einfach darum, Leute zu inspirieren, zu motivieren oder zum Lachen zu bringen. Aber ich werde jetzt mal reingehen und lasse mich mal von Oberhausen inspirieren. Gucken, was ich so finde. Ich hätte schon Bock auf ein neues Parfüm. Mir schwebt die ganze Zeit schon dieses Alien im Kopf, aber ich weiß nicht. Gucken wir mal, ne? You know that I'm the queen of overthinking. It's like we've done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave him my all. I believe in us. I won't give up. Okay, Leute, ich bin weg und ich habe mir das jetzt tatsächlich geholt. Kennt ihr das, wenn ihr eine Sache unbedingt ausprobieren möchtet und das einfach nicht mehr aus euer Kopf geht? So war das jetzt mit diesem Parfüm. Ich hatte das wirklich noch nie und man hört ja meistens nur Gutes. Und die hat mir auch erklärt, dass ich die Flasche, wenn es leer ist, nicht wegschmeißen soll, sondern lieber zum Auffüllen kommen soll, weil es dann halt günstiger ist. Wie viel habe ich jetzt nicht genau gefragt. Ich habe auch erstmal nur die kleine genommen, die kleine Flasche. Die war jetzt, wie viele Milliliter sind da drin? 15 Milliliter. Oh yes. Ich war ungefähr so vor, boah, das ist schon stark. Also eigentlich braucht man nur einen Spritzer, glaube ich. Ich war auch vor kurzem auf dem Flohmarkt und da habe ich diese Fake-Variante von Alien probiert, aber das hat mich nicht so umgehauen. Also das ist definitiv schon intensiv. Okay, ich habe jetzt gerade noch ein Reel gedreht und das hochgeladen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Hunger und ich muss jetzt irgendwas essen. Ich weiß jetzt noch nicht ganz was. Hier nebenan ist Meckes. Ich hatte gestern schon Burger King, glaube ich, oder vorgestern. Mal gucken. Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich habe das erste Mal bei Meckes eine falsche Bestellung bekommen. Ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich nicht mal einen Big Mac probieren soll. Und tatsächlich hat der mir jetzt hier einen Big Mac reingepackt. Und ein Hamburger Royal TS. Habe ich auch noch nie probiert. Ich werde mir die beiden Burger jetzt auf jeden Fall mal reinziehen. Ich kann ja mal gucken, wie die aussehen. Ich weiß gar nicht, was da eigentlich drauf ist bei den Burgern. Die sehen auf jeden Fall gut aus. Pommes sind am Start. Hallo, wir haben jetzt mittlerweile Sonntag und ich habe mir gestern noch so ein paar Gedanken gemacht und bin jetzt wieder ein bisschen motivierter. Auf jeden Fall, Leute, ich habe mir vorgenommen, heute aus meiner Komfortzone zu treten. Und zwar werde ich heute nach Düsseldorf fahren und einfach Fotos machen gehen. Alleine. Ich betone, alleine. Also das ist wirklich out of my comfort zone. Aber ich werde es machen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber dann habe ich wenigstens versucht. Aber jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen ready machen. Meine Haare sind schon ein bisschen angeklatscht. Deswegen werde ich die gleich retten mit einem Trockenshampoo. Meine Haare werden einfach so schnell fettig und ich habe keinen Bock, die jeden Tag zu waschen. Thank you.
life would treat me. I'd always get right back up, never worry. Okay, Leute, irgendwie habe ich meine Augenbrauen heute verkackt. Egal. Wir machen jetzt weiter mit den Haaren. Wäre jetzt fertig mit einer braunen Lederleggings. Sie hat hier unten auch noch einen andere Seite. Sie hat hier auch noch einen Schlitz. So ein Oberteil, das über den Hals geht. Und eine Bluse. Ich werde dazu diese Schuhe dann anziehen. Jetzt auch noch mit. Leute, ich bin auf jeden Fall schon mal in Düsseldorf angekommen, aber ich muss jetzt mal gucken, wo ich hier parken kann. Wahrscheinlich wird es einfach eine Tiefgarage werden, weil es ist hier echt, also in Düsseldorf kann man echt schlecht parken, ne? Okay, wenn ich jetzt Tiefgarage eingebe, dann bekomme ich eine, die geschlossen ist, ha, witzig. Und dann bekomme ich Conti Park Tiefgarage in der Altstadt. Ich glaube, da war ich letztens auch drin mit meiner Freundin. Ich nehme jetzt einfach die. 14 Minuten. Obwohl die nur 5,9 Kilometer weiter weg ist. Ich bin jetzt in der Tiefgarage, aber ich glaube, ich bin auf der komplett falschen Seite. Ich habe mich jetzt auch spontan mit einem Kollegen verabredet. Und jetzt gehe ich mal kurz raus, gucken, wo ich denn hier jetzt genau bin. Eigentlich kann ich hier sogar ein Foto machen. Ne? Machen wir doch mal schnell. Now I can feel it. Leute, ich glaube, ich habe sogar eins hinbekommen, was einigermaßen gut aussieht. Ich zeige euch das mal schnell. Ich glaube, das ist ganz okay. Okay, Leute, ich habe jetzt meinem Kollegen den Standort geschickt. Der müsste in 5 Minuten hier sein. Ach, die kann ich abnehmen wieder, ne? Naja, schwierig mit Lea. Aber ein Foto habe ich geschafft. War hin. Und dann habe ich nur gedacht, warte mal, was passiert jetzt mit einem, weil auf deinen Bildern waren keine Autos da, so ja nicht so leere Garage Düsseldorf, so auch schwierig. Ach so, ja, auf dem Bild, was ich geschickt habe, ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, am Hafen, da wo dieses Zwillingsgebäude ist, siehst du das? Ja. Na, die sitzen da so zu 2-3 Mädels, mhm, die da Fotos schießen, aber manchmal sind da richtige Kamerateams, so, ne? Mhm. Und an der Kö. Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind. Ooh girl, nah nah, ooh girl, nah nah. Baby girl, don't need to flex, dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah nah, ooh girl, nah nah. Sign me up with dreams, the only thing I need when... Da wo ich gerade auf jeden Fall geparkt habe, ging das Gerät nicht. Dann bin ich nach unten, wo mein Auto steht, und dann auf die andere Seite. Was eine Geburt, ey. Ja. Und jetzt fahre ich nach Hause. 3-4 Fotos sind auf jeden Fall dabei, die ich jetzt draußen gemacht habe. Eins davon habe ich wirklich selber geschossen. Das war hier unten in der Tiefgarage. Und bei den anderen Fotos hat mir mein Kollege geholfen. Ja. Ich sehe jetzt hier meinen Schlüssel. Hier liegen übrigens meine ganzen Klamotten drin. Lol. Aber ich habe tatsächlich nur mit 2 Outfits geshootet.
bin jetzt wieder zu Hause und ich habe mir jetzt erstmal einen schönen leckeren Hähnchensalat gemacht. Und zwar sieht der so aus. Ich habe hier einmal diesen gemischten Salat, den man so kaufen kann. Dann Tomaten, Hähnchen. Das Hähnchen habe ich jetzt aber von Rewe gekauft. Dann habe ich, eigentlich wollte ich hier noch so einen Mexican-Style-Mix, aber ich glaube, ich habe diese Dose auf dem Balkon und ich habe jetzt keine Lust auf dem Balkon, deswegen hatte ich jetzt hier noch im Schrank Erbsen und ja, Cocktailsoße. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen und dann gucke ich mal, wie die Fotos geworden sind. Ich habe schon gesehen, ein, zwei sind definitiv dabei. Und dann werde ich, denke ich, noch diesen Vlog zu Ende schneiden, dass der dann Montag online kommen kann. Ja, das ist jetzt der Plan für heute Abend. Wie spät haben wir jetzt eigentlich? Ich glaube 7:30 oder 8:00, kurz vor 8 vielleicht. Ja. 19.29 Uhr, um genau zu sein. Noch ein bisschen Soße. Aua, hör ich meinen Zahn. Passt. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better, let me show you.